Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der vorliegende Antrag greift ein sehr emotionales Thema auf. Das hat man in der Debatte auch schon ein bisschen gemerkt. Ich glaube und ich bin fest davon überzeugt, dass sich keine Frau in diesem Land leichtsinnig dazu entscheidet, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen, sondern sich durchaus auch der Verantwortung bewusst ist und das sehr gut durchdenkt. Und deswegen ist es richtig, gewesen, dass auf Bundesebene auch der § 219a abgeschafft wurde, der den Zugang zu diesen Informationen erleichtert und der damit auch den Schwangeren mehr Sicherheit gibt. Insgesamt wurde schon vieles gesagt. Ich möchte auf ein paar Dinge noch kurz eingehen. Die Bundesärztekammer hat ja bereits auch eine Karte über Ärzte und Kliniken, die Abbrüche durchführen. Ich glaube auch, dass es prinzipiell richtig ist, dass sich auch da die Betroffenen informieren können. Und ich finde es im Übrigen auch gut, dass wir die Schwangerschaftsberatungsstellen haben. Die leisten auch eine sehr wichtige Arbeit und einen sehr wichtigen Anlaufpunkt für die Betroffenen. Da müssen wir uns mit Sicherheit und werden wir uns auch mit Sicherheit immer darüber unterhalten, wie gut die finanziert sind. Wurde schon von der Ministerin vieles zu gesagt, dass das auch regelmäßig evaluiert wird. Das ist da auch der richtige Weg. Aber wir werden diesen Antrag überweisen. Der Kollege Redlich hat es schon gesagt. Ich glaube, es ist gut, wenn wir uns dem Thema auch mit der notwendigen Ernsthaftigkeit annehmen und darüber im Ausschuss diskutieren. Dafür ist es einfach auch zu wichtig und zu emotional, betrifft zu viele Menschen. Dafür sollten wir uns die Zeit nehmen. Deswegen werden wir den Antrag überweisen. Vielen Dank.